So, liebe Leute, willkommen zurück. Wir sind in Sasau angekommen. Ihr seht hier die Klostermauern. Von welcher Seite kommen wir denn jetzt hier eigentlich? Ja, wir werden mal hier direkt reinreiten. Ah, da sind wir doch schon. Da, wo wir hin wollten. Sehr schön. Alles klar, dann werden wir jetzt erstmal gucken. Was haben wir denn eigentlich so in Sasau alles zu tun? Wir haben hier eine ganze Menge Quests, die wir hier erledigen müssen. Die Seuche haben wir hier. Letzter Wille. Vinzenz aus Meriad, genau. Das Testament abgeben. Das neue Herbarium haben wir hier. Liebeswerben haben wir nicht. Steinschlag? Genau, das müssten wir uns angucken. Ein Freund in der Not. Genau, Matthäus und Fritz, die befinden sich ja auch. Du kannst nur drei. Ja gut, dann werden wir jetzt erstmal schauen. Jetzt pack dein... Edwig, was ist denn los mit dir? Wer ist er denn? Bruder Elias! Hat nicht eben dieser Mann aus Meerhoyet von einem Elias gesprochen? Wir müssen, glaube ich, erstmal mit Johanka sprechen, oder? Und Johanka, da hinten. Also. Hallo Hein, hallo Johanka, auch wenn du, wenn man dich gerade nicht hören kann. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke. Ja, da kriegen wir keine neuen Infos, dann werden wir doch mal mit... Meerhoyet. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Meerhoyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Alles klar. Dann müssen wir doch mit ihm sprechen. Doch hier noch... Und noch Sachen... Ach, warte mal, hier der Steinmetz. Verdammt. Wieso wächst du mich? Du bist nicht aus Skarlitz. Nein, aber bitte. Hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Um dich herum krepieren die Leute und du willst, dass ich mich um deine Wehwehchen kümmere? Tut mir leid, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ja, da muss man mal. Da muss man mal. Ich dachte eigentlich, wir kriegen von ihm eine Info wegen dieser Steingeschichte. So, dann reden wir mal mit Nikodemus. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen.
Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Merhoyet, hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige. Ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. Okay. Womit fangen wir an? So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Gott behüte dich. Alles klar, wenn du das so sagst. Muss ja hier sogar schon gleich sein, oder? Ach, da haben wir es doch. Brevarium de Signis Causis. Wie man Krankheiten mit Hilfe der Körpersäfte erkennt. Ja gut, da müssen wir jetzt hier mal einen Moment lesen, ne? Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, erfreut sich die Person bester Gesundheit. Besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheiten oder sogar zum Tod. Okay. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Der Körper versucht sich, diesem Übel zu erledigen, indem man hustet. Na gut, das fällt ja schon mal weg, ne? Die Pest verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehört ein unstillbarer Durst sowie Unwohlsein, meist begleitet von spastischem Husten und manchmal sogar Durchfall, wodurch sich der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht. Nach einigen Tagen tauchen am Körper Pusteln auf, meistens am Hals, unter dem Kiefer, den Achselhöhlen und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen, wenngleich manche verschont bleiben. Kleine Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere können sich anstecken. Gut, da waren jetzt schon einige Symptome dabei, die eigentlich auch waren, aber der Husten fehlt halt, ne? Gehustet hat keiner. Ein Überfluss an gelber Galle kann zur Ruhe führen, eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart, vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Symptom haben wir auch. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Ja gut, dann fällt das auch mal weg, weil die haben alle berichtet, dass jeder, der erkrankt ist, gebrochen hat. Doch es gibt auch andere Wege, die Körpersäfte in Ungleichheit zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, haben wir, Delirium, haben wir, und Magenkrämpfe, haben wir auch, welche mit Zuckung, Durchfall und großem Durst einhergehen, haben wir auch. Wurde ein Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten nahe Sümpfen oder an ähnlichen Orten, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Ne, das haben wir nicht. Ein interessanter Fall von einem Ungleichgewicht der Körpersäfte ist der Feistanz.
der sich dahin äußert, dass der Betroffene wild tanzt und dabei zuckt und sich im Kreise dreht. Okay, das war's. Also, wenn wir das jetzt hier so lesen, die Pest kann es nicht sein. Es muss, so wie ich eingangs schon vermutet habe, es muss eine Vergiftung sein. Weil nur da kommen alle Symptome zum Tragen. Fieberanfälle, Delirium, Magenkrämpfe, Durchfall, großer Durst. Ja. Muss eine Vergiftung sein. So, was haben wir denn jetzt da? Bestlockmäßig. Sehr jetzt? Na, wir können uns erstmal eine Runde waschen, wenn wir schon hier stehen. Hm. Da ist er. Ich glaube, wir haben es rausgefunden. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Also die Pest, wie gesagt, kann es nicht sein. Ruhe, Typhus kann es auch nicht sein. Gasvergiftung fällt auch weg. Es bleibt eigentlich nur vergiftetes Wasser, wenn man logisch denkt. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Also, war doch richtig, ne? Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Oh ja, ihr müsst zuerst den Gefangenen behandeln, das wäre wichtig. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Okay. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Alles klar. Hab Dank. Alles Gute. Okay, also dann dürfen wir doch hier jetzt mal Alchemie betreiben. Dann gucken wir doch mal. Heilmittel für Meerhöhe, da ist es. Was brauchen wir? Wasser, einmal Holzkohle, Baldrian und Distel. Aha. Was haben wir davon einstecken? Baldrian haben wir. Und unser treues Ross noch? Distel oder sowas? Ja, tatsächlich. Und Holzkohle werden wir vermutlich nicht haben, ne? Können wir die bei ihm kaufen? Und wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Alter, so schnell wie der immer weg ist. Da läuft er. Oder? Ja, das ist Bruder Elias. Hier sollten wir ja leider auch ein paar Verwundeten helfen und das haben wir ja verbockt, weil das auch so zeitlich gesteuert war. Die Quest. Aber wir haben auch Hunger. Dann werden wir hier mal aus dem Topf essen, fix. Deswegen haben wir die Quests leider nicht geschafft, wenn ich das gewusst hätte. Deswegen werde ich jetzt auch mal gucken, dass wir die Merhoyet-Quest ziemlich zügig erledigen. Wo ist er denn jetzt hin? Die Südseite haben die Käfer zernagt. Verflucht. Das ist der Steinmetz. Okay. Ärgerlich. Bruder Pförtner. Um die Steinmetze kümmern wir uns dann. Wir werden sowieso mal nach Sasau zurück müssen.
Ich brauche Holzkohle. Kriege ich Holzkohle für? Vermutlich von einem Köhler. Gibt's hier einen Köhler in der Nähe? Du hast keine Hose an. Was willst du? Baumeister, du hast keine Hose an. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ah, nee. Möge Gott über dich. Das ist jetzt die Quest. Holzkohle, wo kriegen wir denn jetzt Holzkohle her? Weißt du, müsste man doch hier einfach so ein bisschen... Was ist er denn jetzt hin? Liegt hier irgendwo Holzkohle? Ach, hier hätten wir uns auch die Sachen. Ah, hier ist Holzkohle. Bin mal. Sehr schön. Okay. Dann lasst uns mal den Saft brauen. So, Retterschnaps können wir machen. Wir können das Heilmittel für Meerhyatt. Ach, jetzt können wir auch Gift machen. Guck mal. Schlaftrunk. Ah, das können wir schon alles brauen. Das ist ja cool. Okay. Meerhyatt. Heilmittel für Meerhyatt. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor. Okay. Rezepte nicht. Ich will Rezepte, genau. Dann werden wir das mal vorbereiten. So, jetzt stehen die Sachen hier. Aber wir müssen ja trotzdem mal wissen, wie es geht. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie... In den Kessel und lass sie für zwei... Sanduhrdurchläufe kochen. Okay, da brauchen wir Wasser und die Disteln. Zweimal Disteln. Und zweimal kochen lassen. Zwei Durchläufe kochen lassen. In Ordnung, verstehe. Dann mal Wasser hier rein. Ja, dann machen wir jetzt mal so ein Gebräu, Alter. Wirklich viel mit Alchemie haben wir uns ja noch nicht beschäftigt. Also zweimal Distel in den Kessel. Nochmal. Zack. Und das Ganze kochen wir jetzt. Und zwar linker Trigger für den Blasebalg. Nochmal. Muss er kochen? Ich muss hier kochen, es tut mir leid. Klar. Ein Durchlauf. Zwei Durchläufe. Sehr schön. Und jetzt? Gib den Baldrian hinzu und lass es für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Okay. Baldrian? Auch wieder. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Sehr schön. Gut, und jetzt? Lass das Gemisch abkühlen. Gib zum Schluss die Kohle hinzu. Aber lass das Gemisch nicht kochen. Alles klar, dann lassen wir das hier mal abkühlen. Dann einmal Holzkohle. Zack. Und das soll es gewesen sein. Dann können wir uns hier so eine Fiole nehmen. Und füllen das mal ab und hoffen, dass es geklappt hat. Ja, du hast gebraut. Heilmittel für Meerhyatt. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir das Heilmittel fertig.
Und bevor wir irgendwas anderes machen, bevor uns jetzt die Quest da flöten geht, ja, sehen wir zu, dass wir zurückkommen nach Merhoyet. Du musst dich mitten auf die Brücke stellen, du Knallkopf, ne? So, sind wir hier richtig in die Richtung? Jawohl, hier geht's wieder hoch nach Samopesh und nach Merhoyet. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Merhoyet. Da reite ich nämlich jetzt ganz flix hin, damit wir hier weiterkommen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.